Ein neuer Tag, ein neues Tattoo. Wir haben heute die Colleen zu Besuch hier, die junge Dame. Wo ist sie? Hier, genau. Gruß. Sie bekommt heute einen Sleeve, beziehungsweise wir beginnen heute mit dem Sleeve, ne? Ist der Plan, oder? Ja. Ja, genau. Die Louis hat die Claudia, Christine, genau. Ihr macht heute was? Was Kleineres. Was Kleineres? Das werde ich mir gleich sagen lassen. Ach so. Werden wir mal gucken. Ich habe jetzt erstmal die Colleen hier auswählen lassen, wie bei allen Kunden. Und wir werden dann mal schauen zusammen, setzen uns an den PC, gucken mal, was wir auf den riesen brachialen Bizeps knallen und auf den riesen Unterarm. Mhm. Und genau, nehmen wir euch dann nochmal mit. Aber erstmal werden wir erstmal ein paar Motive raussuchen, genau. Gut, du darfst ja einen Handbutton machen wieder. Wo meine Linse. Special Effect. Kannst du mit dem Fuß? Nee, Special Effect. Kind, Jörg. Chris, folgen wir uns mal. Wir gehen mal gucken. Wir wollen nämlich mit der Colleen den ganzen Arm machen. Wir haben schon mal so ein paar Bildchen rausgesucht, die wir verwenden können. Wir wollen mal schauen. Dann nehmen wir euch mal mit hier in unsere Station. Das Bild finde ich natürlich auch cool, ne? Genau. Das ist auch cool. Aber, komm mal her, Colleen. Das wäre halt perfekt hier platziert, ne? Mhm. Wenn wir das hier machen würden, ne? Deswegen weiß ich jetzt nicht, was wir machen, weil. Wenn dir das jetzt unbedingt gefällt, würde ich sagen, fängst du hier an, wenn ja. Ich jetzt du wäre. Ne? Wenn du das unbedingt haben willst, dann fangen wir hier an und machen die Lehne hierher mit dem Auge und so. Ne? Das bleibt so ein bisschen hautfarben oder schattieren wir ganz flach. Ne? Dann hätten wir das gefüllt. Ne? Oder wir machen dann wirklich, was jetzt meine Idee war, dass wir die hier oben reinmachen. So, tschack. Hier sieht man es, dreh dich mal ruhig zur Kamera. Ne? Die machen wir hierher, weil ich gedacht habe, hier relativ viel schwarz ist. Dass sich die Kontraste ein bisschen ändern, ne? Und dass ich hier unten als Übergang vom Ellenbogen so ein Leinwirk-Mandala reinmache oder so. Wie nennt man das? Wipschild-Mandala, weil sie hat das schon am Bein hier, ne? Vorne. Von jemand anders, aber wieder keine Rolle. Ne? Genau. Und dann wollte ich halt gerne halt das mal. Also man hat ja die Auswahl noch die, ne? Ja. Muss man mal schauen. Dass ich dann die halte mal oben fest. Das Wippchen reinmachen und unten so ein bisschen, nicht das Fröhliche, hier so ein bisschen das Düste reinbringen, weißt du? So als Lieb. Und dann dieses hier, weißt du, dieses, wie nennt man's? Wippchen. Ich kann den Begriff selber nicht mit tätowieren, aber diese Leinen- und Wippchen-Rosen reinmachen. Ne? Ja. Ich habe halt mal ein ganzes Lieb gestaltet, ne? Das ist eigentlich ganz cool, oder? Was sagst du? Ich denke auch, ja. Ja, ne? Weil, fangen wir hier so ein bisschen an, weißt du? Machen wir hier nochmal mal das Schwarz aus, ne? Jetzt sehen wir hier. Das ist ja relativ viel dunkel, weißt du? Mhm. Das ist einfach außen durch die Blumen. Wir gucken mal, okay? Also das ist ja schon mal Option 1. Wenn du natürlich sagst, du hast dich jetzt in diese junge Dame hier verliebt, ne? Und wir machen die jetzt hierher, würde ich halt damit beginnen. Aber da können wir natürlich, schaffen wir natürlich nicht mehr den. Das musst du halt wissen, ne? Das musst du entscheiden. Das musst du mir in 5 Minuten sagen. Oder 5 Stunden? Nee. Das musst du entscheiden. Was war deine Idee? Sag, hast du außen ist Anfang. Ja. Also ich finde hier mega cool vom Kontrast. Der hat einfach geile Kontraste, weißt du? Viel Schwarz, das lassen wir weg hier. Dieses Gedöns lassen wir weg, würde ich sagen. Ne? Ja. Der hat halt schöne Kontraste, schönes Auge, ne, was man sieht. Schöne Lippen, ne? Lippenstruktur ist schön vorhanden, Nase. Perfekt für ein kontrastreiches Tattoo, was du nach Jahren erkennst. Ne? Wo du denn hier hingehen musst, was hatten die hier drauf? Ne? Ja, sieht man ja meistens, weiß ich mir, ne? Ja. Das ist ja immer. Genau, und die Pauline. Also, wir legen uns jetzt fest. Die, okay? Ja. Ja, die. Und wir suchen die Wippschildblumen raus, die machen wir drauf. Das dauert aber noch ein Stück und dann nehmen wir euch nochmal mit, wenn wir hier das Stencil machen. So, Special Effect wieder, bis dann.
jetzt haben wir es durch, ja? Schön, schön. Jetzt machen wir das Blümchen hier, ja? Schön am Brechen, musst du sagen. Durchgedrückt. Fast. Und hier kommen die Leinwurmrosen hin. Blumen. Ne, Rosen. Blümchen. Ja. Jetzt setze ich oben noch eine Praline drauf. Eine hübsche kleine Praline. Da haben wir nämlich die gewählt hier. Ja, ne? Ja, und die will ich also da hinter setzen. Genau, perfekt. Perfekt. Ich setze mal hier her. Ich muss ein bisschen doll drücken, genau. Das Blümele. Ja, jetzt wird man noch die. Da werde ich nochmal hier reinmachen. Jetzt wird es schon so. Ist der? Genau, das kommt weg. Jetzt machen wir vorne. Genau, dass man Arm so hängen, genau. So. Kleine Herrchen. Na, vom Kontrast her. Genau, das ist widerspiegelt, weißt du, vom Background, ne, Louis? Mhm. Genau, das macht das Leaf aus. Genau. Also, wir haben die jetzt hier unten die Praline, das Mädel. Das war weg hinten hier die Linie. Das sieht schon aus. Hier mache ich ein Blatt an noch. Ja, wie mache ich das? Die Stängel, das ist eine gute Idee. Das ist hier, Louis, so, zack. Mhm. Dann lass sie das auslaufen, ne? Ich bin schlauer. Lass er auslaufen, genau, ja, hinten, ne, ein bisschen. Von vom Kontrast her. Mhm. So, guck mal. So kann man sich besser vorstellen, wie ich das jetzt so mache. Ne? Genau, willst du mal gucken gehen? Ja. Im Spiegel. Dann geh mal gucken, ich laufe dir mal hinterher. Genau, hier kannst du gucken, genau. Ja. Genau. Ja. Oh, sehr schön. Ja, kann man sich so vorstellen? Ja. Ja? Vom Motiv her? Genau. Let's go. Oh, los. Haben wir schon ein bisschen angefangen unten hier, ne? Ein bisschen Mund und so gemacht. Und arbeiten uns jetzt Stück für Stück nach oben. Ja? Ich denke, eine Stunde sind wir fertig mit allem. Schön wär's, ne? Aber die Kundin sagt ja, der Colin, es würde gar nicht so wehtun, ne? Nee. Bin ganz zauber, hat sie gesagt. Mhm. Ja. Und tätowieren tue ich auch zusammen. Eine Rüstung, eine Rüstung, oder? Schön, ja. Na schön. Genau, ne? Also wenn man schon so sieht, jetzt hat sie langsam ein zartes Äuglein. Ich muss gerade die Schminke aufbauen. Wie nennt man das eigentlich hier oben? Was ist das? Kajalstift? Nee, das hier, was ich jetzt mache. Wie nennt man das? Eyeliner. Ein Eyeliner. Eyeliner. Lidschatten oder so. Okay. Make-up.
Wie denn du? Make-up. Schminke. Ja, Schminke. Das sagst du so. Schminke. Jawohl, ihr habt die Schminke, die kleine. Meiste. Na. Gut. Daneben gegriffen, ne? Ja. Dann zeigt man nicht so viel, ne? Ja. Ein Boomerang. Wir machen jetzt erstmal am Häuschen. Zeig mal, wer sind wir denn? Warte mal, ich komm mal hier rein, Lexi. Ich verwechsel dich immer mit der dieser komischen Frau da. Zeig mal her dann auch mal her. Wir wollen mal so einen kleinen Zwischenbericht machen. Jetzt sind wir denn? Da haben wir sie unten. Nehmen wir die Arme drauf. Ja, da sind wir jetzt oben. Da sind wir schon so weit. Genau, Colin, Mensch. Okay, wir werden jetzt mal weitermachen. Dann hau dich schon mal hin, wir machen weiter, oder? Ja. Brauchst du eine Pause? Nein. Ich muss mal selber filmen, wir haben heute keinen Kameramann hier. Kamerafrau, Kameramann, Kamerakind. So. Oh, irgendwo ist hängen, genau, oder? Oh, der rechte. Check. Genau. Wie lange sitzen wir jetzt eigentlich schon? Hast du mal auf die Uhr geguckt? Um 11, wie ist es jetzt? Um 9 abends. Wir lagen noch nie, aber. Gut, noch weiß muss man reinballern, das ist ja scheiße, ne? Weiß es nicht mehr, Schatze, ne? Na gut, ich mach weiter. Ich geh mal zu meiner Luigi nochmal. Und dann. Wie geht das jetzt? Naja, ein bisschen haben wir schon, ne? Mit dem kleinen Fuchsel hier. Okay, Louis, du wirst dann nochmal filmen wegen Arm, ne? Genau, und du machst wieder unseren hier. Du musst diesen machen, Lexi. Und so vor die Kamera wieder, oder? Genau. Jetzt. Ja. Wir sind zurück, ne? Also, wir haben schon ein ganzes Stück gemacht jetzt. Ich bin auch schon wieder fertig, ganz schön. Du bestimmt auch, oder? Ein bisschen so? Es geht. Klar. Unten haben wir jetzt hier, sind wir durch, ne? Wir machen ein bisschen Lipshade rein dann. Na, genau. Und jetzt müssen wir nach oben machen, hier die kleine Maus. Ja. Seht schon? Sehr detailreich alles, ja. Okay. Aber wir sind gut in der Zeit, oder wie sagen Sie? Ja, das würde ich aber auch sagen. Sind Sie jetzt eine Stunde? Na, da geht's eigentlich. Für den ganzen Abend eine Stunde ist okay. Aber nie länger. Nee, länger darfst du nicht. Bisschen dicke unten schon, ne? Bisschen geschwollen schon. Aber ich denke, Arm schön hochlegen, weißt du? Das sind doch nur meine Armmuskeln, Mensch. Genau, stimmt's denn? Patrizien Sprachiale, oder? Wie nennt man das? Ja, ja. Okay. Genau, und ich denke, Stunde noch, sind wir fertig. Wie geht's denn der Kundin? Super. Wie geht's denn dir wirklich? Also, man muss ja wirklich sagen, das ist ja früher nicht normal gewesen, dass man so ganze Arme zuballert. Mhm. Und ich meine, das geht ja auch nicht bei jedem. Also so einen Arm kannst du ja nicht bei jedem zuballern. Ja. Wenn du jetzt so einen typischen Männerarm hast, so einen Breten hier, das funktioniert ja gar nicht. Das sollst du wirklich vielleicht nochmal sagen. Also jetzt keine Anfragen stellen hier und denken, ja, ich knall ja jeden Arm zu in einer Sitzung. Das geht nur bei schmalen Armen und wo es natürlich vom Motiv her passt. Das ist generell jetzt nicht bei jedem Arm möglich. Das gleiche ist wie mit dem Narben, wenn wir manchmal Anfragen haben, ja, weil wir das Narbenvideo ja gemacht haben. Das muss man natürlich immer vorher sehen, ne, ob sowas funktioniert, ob du sowas machen kannst. Weil es einfach abhängig ist, wie tief sind die Narben, wie lange sind die verheilt. Ne? Das ist dasselbe wie jetzt hier beim Arm. Hast du ein schmales Ärmchen, einen guten Hauttyp, dann passt das. Ne? Das ist ja immer beim Tätowieren immer Hauttyp abhängig. Es gibt ja 100 verschiedene Hauttypen. Ne? Und Fakt ist, es ist halt nicht jeder gleich. Ne? Viele gehen Solarium, wie hier. Oder eine Sonne, eine Solarium, sorry, aber es gibt ja Sonnenanbeter. Ne? Das ist ja immer gut, sage ich mal. Aber ist ja im Sommer klar, das lässt sich nicht vermeiden. Aber wenn man natürlich jetzt gerade ins Solarium geht, extra noch ja, nach Pulver, ist immer ein bisschen blöd vom Hauttyp her. Ne? Und sowieso nicht gesund, ne? Muss man ja mal sagen. Ne? Genau.
sie ja immer. Genau, hat sie gesagt. Hier, der Leute, mein kleines Mitarbeiterhäsel. Ja. Nee, schön. Also ich denke. Und los? Richtig. Ich denke, du musst wackeln. Du musst wackeln? No. Wenn ich lache, muss wackeln. Ach so. Haben wir Stabilisator in unserer neuen Kamera. Und schön, dass wir schön abhalten sollen, immer unsere Hasslerbutter nennen. Immer wichtig, ne? Die ist immer perfekt. Zum Creme, zum Fetten, zum Abheilen. Perfekt. Kannst du als Aufbekehr nehmen, kannst du als einfach normale Lotion nehmen, wenn es abgeheilt ist. Genau. Also wirklich perfekt. Und wir verlinken wir unter unserer. Setzen wir als Link unter dieses Video, da könnt ihr euch das bestellen. Ist ja allgemein, muss ein Tattoo gepflegt werden und da könnt ihr euch die dort bestellen und unterstützt uns auch bei den Videoprojekten hier. Genau. So, genau so sieht's aus. Stell ich das mal rüber. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass es schon schmerzhaft ist, einen ganzen Arm zu kriegen. Aber du siehst voll entspannt aus. Ja, ich bin entspannt. Schön. David ist ja auch sehr soft. Ja. Ja. Und tätowieren. Wie sieht die junge Dame aus? Knallt das mal in die Kommentare. Mal sehen, ob das. Kommt euch diese junge Dame bekannt vor? Genau, dann schreibt mal. Wenn ja, schreibt uns. Ja. Einfach unten drunter in den Kommentar. Ja. Genau. Ich werde dann. Ja, ich werde jetzt gleich noch den Rest hier machen oben, Louis. Ja. Dann können wir nochmal wieder filmen, wo es sehen. Also. Genau. Nochmal vorbeischauen. Genau. Genau. Na, ich muss den Ausblender machen. Ich weiß noch nicht wohin. So, ne, oder das macht ja unsere Lexi. Unsere. Hab's ja verraten. Wir sind zurück hier bei Bunte Tinte TV. Zeig mal, dreh mal den Arm her zu uns, bitte. Genau. Ja, wir zurück, genau. Genau. Schön, gefällt dir? Ja. Ja. Gut.